Ja, Leute, ich begrüße euch wieder herzlich zu einer neuen Episode von Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Und ich habe Zocker Manuel dabei, diesmal. Nein. Nicht Danko. Ja, wie immer eigentlich, du hast mich immer dabei. Wie immer, ja, stimimmt. Du bist was, immer bisher dabei. Stronghold, dann Let's Play 2, zweimal, Skyrim zweimal und jetzt StarCraft 2. Das komische, ich habe voll leisen Ingame-Sound. Warum? Keine Ahnung. Jetzt besser? Nee, ist immer nicht besser. Ja, so fängt das als Play immer gut an. Warum? Naja. Total unvorbereitet. Nee, gerade hat es ja noch funktioniert, aber ich weiß nicht, woher. Was? Ich habe aber nichts verändert. Gesamtlautstärke habe ich jetzt auf 72% und ist immer noch leise. Okay. Naja, wirst du schon hinkriegen. Nee, das auch nicht. Ach, ich starte jetzt einfach eine Mission. Vielleicht wird es noch. Naja, ist ja nicht schlimm. Oder Headset lauter drin. Wie wär's mal da? Das könnte es vielleicht sein. Nee. Daran denkst du natürlich nicht. Nee, auch nicht. Ah. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten. Aber es ist extrem leise. Komisch. Unser alter Söldnerkollege. Vielleicht ist es nur bei dir so leise und in der Aufnahme ist es dann doch ganz okay. Weiß ich nicht. So, was machen wir? Wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben Monolith gemacht. Letztes Mal. Mit den Marodeuren. Ja, mit dem. Jetzt haben wir die Auswahl zwischen Adler, Vikings und Belagerungspanzer. Mach mir die! Dann holen wir das nächste Artefakt. Cool. Was auch immer mal in diesen Ruinen gelebt hat, ist. Ich hoffe, man hört einen Ingame-Sound jetzt nicht. Doch, man hat die gehört. Also, ich hoffe nicht zu laut. Geht. Weil dann machen wir mal die Gesamtlautstärke ein bisschen runter. Sie haben einen verdammt großen Laser darunter gebracht. Ist ja kein Ding. Das Ding ist ein verdammtes Monster. Ja, so wie du spielst jetzt gerade ein Strategiespiel. Das war das Free-to-Play-Game Battleforge. Battleforge. Das ist ein ganz gutes Strategiespiel. Zumindest wenn man weiß, wie wir, zumindest wenn man gute Connections in dem Spiel hat, sag ich mal so. Wenn man gute Connections hat. Naja. Naja. So, die Mission kenne ich schon. Worum geht's denn da? Ich sehe ja nicht. Das ist. Wir sind jetzt auf dem Planeten und wir müssen durch so einen Tempel mit einem Laser ballern. Und okay, den Laser verteidigen. Gegen so. Das klingt doch mal interessant. Ja, ist aber auch nicht so schwer. Also ich spiele in Battleforge, mache ich gerade eine Mission, muss ich gleichzeitig etwas verteidigen und gleichzeitig mit angreifen. Und ja, das wird stressig. Das ist spielen wir zu viert die Mission. Aber trotzdem ist er halt nervig. Ja. Was haben wir da? Natur. Haben wir jetzt eigentlich? So, dann geht's. Nee. Schade, ich dachte, wir haben jetzt zweimal Feuer, einmal Natur und einmal Frost. Bäh. Moment, ich guck mal nochmal nach hier. Der Ingame-Sound kann doch nicht stimmen. Was auch immer. Das ist echt. Ich mach mal Standard wiederherstellen. 100, okay. Grafik ist auch jetzt, ja, ist immer noch ultra. Wie viel Bogenschützen habe ich denn insgesamt? Akzeptieren. Ist jetzt lauter. Ist ein bisschen lauter, denke ich mal. Das ist doch was Gutes. Wie steht es von meiner Lautstärke her? Wie bitte? Steht es von meiner Lautstärke gut oder scheiße? Die ist sehr gut. Du bist wahrscheinlich wieder lauter als ich. Das ist ja auch. Ja. Ich werde. Am Anfang des Gesprächs bin ich noch immer laut und dann werde ich immer leiser. Das ist das Komische bei Skype. Ja, es ist Skype kennt, das hat immer irgendwie Macken, also von daher. Das ist schon recht nervig. Yeah, jetzt kriege ich zwei Belagerungspanzer. Und ich prügel hier gerade eine halbe Basis nieder, mit Bogenschützen. Bogenschützen sind doch voll unfair.
Vor allem, wenn sie zwar mit jedem Schuss 8 Schaden ziehen, aber nicht gleichzeitig angreifen. Das ist ja besonders mies dann. So, dann hätten wir die auch schon mal erledigt, hier die scheiß Türme. Ich nehme mich so ein bisschen letztendlich noch von der letzten entfernt, wo du gegen diese Hexe da kämpfen musst. Von der allerletzten Mission? Oh, noch sehr weit. Denke ich mal. Ja, das heißt, das Spiel hat eine sehr lange Story. Ja, ich denke mal so 70 Parts oder so. Ach du Scheiße. So lange geht ja noch nicht mal die Battleforge Story und die ist schon extrem. Ist schon ein langes Let's Play. Wow, ich hatte gerade eine Bildschirmverzögerung, eine asoziale. Bevor er überhaupt in unsere Nähe kommt und schon war er da. Muss aber auch sagen, StarCraft 2 ist echt ein gutes Spiel. Ja, du holst den in PS3. Da ist viel Modern Warfare 3. Ja, das stimmt allerdings. Also, schade, dass es StarCraft 2 nicht für die PS3 gibt, aber gut. Ich glaube, hier ist gerade bei mir ein Space Marine durch den Bildschirm geflogen. So einmal quer über meinen Bildschirm. Okay. Das sah ein bisschen komisch aus. Weil ich ja das sehen, wenn die Aufnahme oben ist. Ja. Ach man, in halben Einheiten gehen mir wieder weg. So, jetzt sind wir schon mal auf der Basis. Können endlich. Hast du nicht mal gesagt, dass du die Fraktion, die du in der Kampagne spielst, scheiße findest? Die Terraner? Ja, ich spiele nicht so gern mit Terraner, nee. Was spielst denn du am liebsten? Protoss. Oh, guter Junge. Was gibt's noch mal? Es gibt einmal die Terraner, dann die Protoss, was noch? Die Zergs. Die spiele ich. Und die Zergs sind die Bösen, ja, in der Kampagne. Ich im Moment auch ganz gerne Zergs. Sind ziemlich unfair. Ja, die sind schon unfair, aber macht schon Spaß, die zu spielen, wenn du weißt, wie das geht. Dann errichten wir einen Verteidigungsring und schützen den Laser, bis wir durch sind. Oh, in der Kampagne finde ich sie ein bisschen unfair, weil sie kommen immer erst nachts. Ja. Deswegen sind wir den ganzen Tag warten, bis sie dann kommen. Nee, das war nur bei der einen Mission. Das war ja das, die können immer angreifen. Ja. Das ist das Beschissene. So, dann müssen wir jetzt einen Verteidigungsring machen. Um den Laser zu schützen. Was ist da? Wir brauchen Bunker und Belagerungspanzer, um den Laserbohrer zu schützen. Was auch? So, wir brauchen mehr Belagerungspanzer. Mehr Belagerungspanzer. Na, dann machen. Mach ich. Ich beeil mich ja schon. Ich dachte, du bist so erschöpft. Ich bin ja auch erschöpft, nur man muss sich ja auch beeilen. In diesem Spiel. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt. Wir bauen hier, ich kann dir mal erzählen, was ich so in der Arbeit heute gemacht habe. Ich habe 4000 Dachziegel geschleppt. Das war ja sehr angenehm. So gut für die Muskeln. Das stimmt. Also Fitnessstudio brauche ich schon mal nicht zu finanzieren. Da ist ja das Gute an meinem, ich habe es geschafft, zu dem zu erhalten, an meinem Beruf. Was vom Sensorennetzwerk der Möbius-Expedition übrig geblieben. Fitnessstudio habe ich gespart. Mein Bruder macht ja auch noch Ausbildung zum Dachdecker. Ja, hast du mir auch schon mal erzählt. Tja, kannst du mal sehen. Was du mir schon alles erzählt hast, ne? Ja, wir kennen es aber schon ein gutes Jahr. Echt? Haben wir schon Jahrestag? Nein, aber wir haben uns so gegen Stronghold 2 kennengelernt. Das ist ja quasi ein Jahr her. So ein gutes Jahr. Mhm. So April oder Mai war das. So, ich baue extrem viele Belagerungspanzer. Ich bin mal auf den Part gespannt, den du dann hochlädst. Ich bin auch mal gespannt, was ich hier fabriziere. Okay. Meine Lache klang jetzt wahrscheinlich total gruselig, aber okay. Nein, ist noch alles im Guten. Und ich baue eine halbe Basis voll nur als mit Verteidigung. Kannst du keinen erzählen. Ey, warum macht ihr hier nicht Dingens abbauen? Das finde ich ja nicht nett. Jetzt geht's
noch besetzen. Ja, Bunker sind ja das Bunker Wichtigste. Bunker sind extrem wichtig. Hast du auch diesen Bunker mit dem Turm, oder? Hab ich gemacht, ja. Ach, das ist sehr gut. Also die Mission ist eigentlich nicht so schwer, nur nachher greifen die von beiden Seiten an. Und das ist dann doch ein bisschen stressig. Was muss ich bauen? Eine Kaserne muss ich bauen nochmal. Für mehr Space Marines. Noch eine Fabrik. Ja, Space Marines sind schon mal praktisch. Das sind eigentlich so mit die besten Einheiten in der Masse. Ja. Mal bei mir, bei Battleforge habe ich halt Frostdeck, also Menschen aus einem Land, wo nur Winter ist, und das sind da eigentlich meine besten Einheiten. Okay, eigentlich sind alle irgendwie wichtig, aber sagen wir es mal so, ich habe da keine wirklich große, wichtige Einheit drin, weil die irgendwie alle wichtig sind. Ja, aber in StarCraft sind eigentlich auch alle wichtig. Das ist... Naja, es gibt halt immer super wichtige, dann kommen die wichtigen und dann kommen die eigentlich nicht so wichtigen. Wie sie nennen würden, useless. Wirklich, bei uns in LoL heißt es useless oder keine Ahnung. Useless Einheiten. Ja, kann man sehen, wie man will. Planetare Festung. Kann ich mal. Ich glaube, ich verschwöre meinen guten Nordlanddrachen. Was für ein Drachen? Nordlanddrachen. Strategisch wichtiger Drachen. Vom Frost im PvP. Ich hoffe, ich baue jetzt noch das richtige. Nee, ich baue einen Maschinendock, das brauche ich doch gar nicht. Damit. Wo ist denn hier? Da ist die Fabrik. Ey, sie sind durchgekommen, das ist ja asozial. Asoziale Schwein, asoziale Schwein.